Jo, wunderschönen guten Morgen, meine geliebte Polymatten. Heute ist Montag endlich und jetzt beginnt die vierte Woche vor meine FSBs. Bin ich bereit? Yeah. Bin ich begeistert? Hell yeah. Bin ich endlich. Endlich was? Bin ich endlich. Habe ich alle diese Vorbereitungen fertig gemacht? Noch nicht, aber bald, hoffentlich. Aber auf jeden Fall, ich will diesen Ding schreiben. Ich fühle mich wie, okay, komm schon, ich will das machen. Ich will nicht 100% fertig mit meinem Lernen und natürlich muss ich auch neue Stoffe lernen. Auf jeden Fall habe ich dieses Mindset, dass ich werde es schaffen. Und ich kann das noch nicht so 100% glauben, weil 4 oder mehr Wochen vorher habe ich gedacht, okay, ich kann das nicht schaffen, vielleicht werde ich es schaffen, naja. Aber jetzt bin ich wie, komm schon, ich will das schreiben. Komm. Und ja, das ist eigentlich etwas Neues für mich. Normalerweise hatte ich Angst vor Prüfungen, jetzt bin ich begeistert vor Prüfungen. Und ich denke, das ist, was wichtig ist, nicht nur einen guten Durchschnitt zu bekommen, sondern auch zu erinnern, dass man kann mehr als man denkt machen. Ja, am Freitag habe ich in einem Open Mic mit meiner besten Freundin Ariadna und Lanetta gesungen und wir haben 3 Lieder gesungen. Ich werde das hoffentlich am Freitag hochladen. Falls nicht, dann Geduld, Leute, Geduld. Und ja, es war eine interessante Erfahrung für mich. Es war das 2. Mal, dass ich in einem Open Mic gesungen habe und obwohl das nicht, also es war average, decent, aber nicht so wie, oh, das war krass, Bro. Und der Grund dafür, denke ich, dass, ist, dass wir nicht eine Show vorbereitet haben, sondern einfach, wir haben ein bisschen gesungen und dann haben wir gesagt, warum versuchen wir das nicht? Und obwohl das viel Spaß machte, mochte ich nächstes Mal es voll besser machen. Also ich will das meistern, weil das ist eine der Teile von meinem Leben, das, also eine der Teile meines Lebens, das ich unbedingt verbessern will. Aber auf jeden Fall, in any case. Ja, also heute ist Montag, heute beginnt alles und ich wollte auch mit ihr über ein neues Ding, das ich entdeckt habe, sprechen. Also gestern hatte ich ein bisschen Problem, wie immer, mit Lernen und ich habe dieses Begriff benutzt, um meinen Prozess zu erklären. Also gestern habe ich ein sogenannte Tag 0 gemacht. Tag 0 bedeutet einfach, ich werde alles vergessen und ich werde alles neu machen. Und mit diesem neuen Anfang kann man ganz schneller alles organisieren, weil es gibt keine Grenze, es gibt keine vorherige Erfahrung, es ist nur, alles ist neu und alles neu ist und ich will alles einfach organisieren. Wie kann ich das jetzt machen? Also Tag 0 bedeutet einfach ohne Grenze, ohne Geschichte, also ohne nichts zu arbeiten, sondern einfach, du hast neue Dinge oder alte Ziele, das du schaffen willst und du sitzt da und sagst, okay, ich habe alle diese Ziele, wie werde ich das machen? Und ja, also für mich war es ganz interessant, weil ich habe gedacht, dass ich konnte mein Leben nicht wieder organisieren, aber dann habe ich bemerkt, dass je mehr ich das mache, desto schneller geht es. Deswegen, ich empfehle dir oder Ihnen, wenn ihr ganz viele Grenzen und ganz viele Probleme nicht lösen könnt, dann ist es einfacher, alles zu vergessen und dann alles wieder zu starten. Das bedeutet nicht, dass ihr soll alles vergessen, also richtig vergessen, sondern einfach sagen, okay, das funktioniert nicht, ich werde deswegen etwas Neues versuchen. Und so ist es einfacher. Einen Fortschritt zu machen. Obwohl das, obwohl nicht. Also ob das das beste, die beste Lösung oder nicht ist,
Das ist nicht, das kann ich nicht Ihnen sagen. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass das klappt für mich. Und vielleicht sind Sie ähnlich wie mich. Deswegen. Auf jeden Fall, Leute. Okay, 5 Minuten, gut. Dieses Wochenende habe ich viele neue Sachen entdeckt. Ich habe auch Deutsch gelernt. Das habe ich denke, fast niemals richtig gemacht. Das war ein Fortschritt. Und ja, heute ist es Montag endlich. Es gibt 27 Tage vor meinen FSPs. Ich bin bereit und ich werde verdammt bestehen. Hell yeah. Wir sehen uns wieder, hoffentlich in weniger als 24 Stunden. Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder bald. Viel Erfolg. Tschüss.